Moin Leute. Ich bin wieder ein Stück mit dem Auto rausgefahren. Stehe jetzt hier in Kalau. Und wenn wir hier einen Cache suchen, dann nennt sich willkommen in der Stadt der Kalauer Nordost. Ist 200 Meter weg von hier. Und da gehen wir jetzt erstmal hin. Der Hinweis war hier Baum unter Steinen, aber habe nichts gefunden an den ganzen umliegenden Bäumen hier im Zielgebiet. Dann stand ich schon wieder voll unter Beobachtung, da saßen welche auf der Bank dort im Kopf, die Leute. Da habe ich die Sache hier wieder abgebaut. Es gibt vier Tradis in Kala, aber mit allen stehst du so ziemlich auf dem Präsentierteller. Das suche ich immer nicht gerne. Wenn ich ihn dann gleich auf Anhieb finde, dann lasse ich das lieber. Bin jetzt hier im Herrenwäldchen, oder so hieß das hier. Herrenheide heißt er. Hier gibt es noch ein Tradi. Und den hole ich mir jetzt, wenn ich ihn finde. Und morgen will ich hier in Kalau in ein Museum gehen. Hier gibt es ein Automuseum Mobilität des Ostens. Soll ganz interessant sein, soll ganz gut gemacht sein, die Ausstellung. Die gucken wir uns morgen mal an. Der Cache nennt sich Pilzsuche mit Folgen. Ja, kann helfen. Nachdem es tagelang geregnet hatte, schien heute endlich wieder die Sonne. Ja, es ist heute auch einer der ersten warmen Tage. Endlich mal, wir haben 20 Grad Außentemperatur. Wir entschieden uns daher auf die Suche nach frischen Pilzen zu machen. Zuerst überlegten wir, ob wir in die Kalauer Schweiz kommen. Dann jedoch entschieden wir uns für die Herrenheide. Diese bei Kalau gelegene Waldfläche schien auf dem Satellitenbild perfekt geeignet zu sein. Freie Flächen gemischt mit Wald, ideal für Pilze. Sogar ein kleiner Teich schlug zum Angeln ein. Wir fuhren also los und kamen an einem riesigen Funkturm vorbei. Ja, vielleicht zeige ich den heute oder morgen nochmal ins Bild. Kurze Zeit später endete die Suche und wir entschieden, das Auto hier zu lassen. Zur Entspannung wollten wir erst ein bisschen angeln, also ging es schnurstracks in Richtung des Teiches. Dort angekommen, setzten wir uns an das Ufer und fingen zahlreiche Fische. Nach einer Weile war der erste Eimer voll und wir entschlossen uns, mit der Pilzsuche zu starten. Schnell hatten wir die ersten Steinpilze gefunden und der nächste Eimer füllte sich stetig.
Es war schön ruhig hier. In der Ferne sahen wir sogar ein Reh. Nach einer Stunde waren die Eimer voll, aber wo waren wir nun? Von den Pilzen getrieben hatten wir uns wohl verlaufen. Den Hauptweg hatten wir verlassen und auch Autos von der eigentlich nicht weit wegliegenden Straße hörten wir nicht. Aber wir waren ja an einem Funkturm vorbeigefahren. Diesen müsste man ja sehen können. Ich musste also die Herrenheide hoch hinaus, um den Funkturm zu sehen. Also ging es zum Baumhof. Bereits nach einigen Metern erblickte ich den Turm und wir wussten wieder, wo wir hingingen. Zum Glück war es auch nicht mehr so weit, denn das Wetter hatte sich mittlerweile auch geändert. Die Sonne war von Wolken verhangen und es drohte erneut zu regnen. Wir schafften es gerade noch so ins Auto. Zu Hause angekommen, dann jeder verschreckt. Wo ist der Eimer mit den Pilzen und Fischen? Wir haben ihn verloren. Könnt ihr uns helfen? Hinweis Z8MP. Aber ich hab die Vermutung, Gelände 4 Sterne, wie will ich jetzt klettern muss hier, 4 Sterne ist eigentlich noch nicht unbedingt auf dem Baumhof klettern, jedenfalls nicht mit Kletterausrüstung. Ach, bestehen, haha, wird wohl nicht heute, jedenfalls ohne Angelausrüstung. Also ein Angeltisch, den ich mir jetzt Uni holen kann. Schade. Ihr seid nicht allzu schwer befahren. Hier vorne gibt es einen Motorradfahrer-Cache, wo man gleich vom Motorrad aus den locken kann. Das heißt, wahrscheinlich an der Leitplanke oder im Brückengeländer oder sowas sind die meistens dann dran. Hier an der Brücke bestimmt. Für euch 3 Tage her, dass der zuletzt gelockt wurde. Aber ich habe jetzt in alle Lücken hier reingeguckt. Hier vorne habe ich nur noch reingegriffen, obwohl man den auch eigentlich sehen müsste. Aber war wohl nichts. Heute gibt es Kraut mit Hackfleisch. Und dazu mache ich mir dann noch ein paar chinesische Nudeln mit rein.
Morgen mache ich hier noch ein paar Cash. Den hier. Da ist ja gleich um die Ecke. Ja, sind auch 3 Kilometer oder so. 2,4. Den will ich morgen als erstes gleich machen, weil der liegt auf dem Weg nach Falle. Ja, den habe ich vor, weiß nicht, 2-3 Jahren war ich schon mal hier. Auf dem Rückweg aus dem Spreewald dachte ich, holst du noch irgendwie eine Dose und kam da zufällig auf die. Hab ihn aber nie gefunden. Ich werde morgen nochmal halten und hinlaufen. Als ich vorhin vorbeikam, stand der Auto dort, da hatte ich keine Lust noch mitzugehen. Der Hinweis ist in der Nähe des Grenzsteins. Autobahn ist ganz schön laut hier, klar. Aber ich brauche euch sowieso nicht erzählen. Und na, gucken wir mal. Ob wir einen Grenzstein finden. Dieser Cache ersetzt einen alten, der von einem anderen Cacher entfernt wurde. Um diese Erinnerung zu wahren, setze ich hier einen neuen. Der Tunnel stellt die kürzeste Route zwischen meinem Elternhaus und dem örtlichen Fleischer in Bronco dar. Wie im Sommer sollte ich auch im Winter mit dem Fahrrad zum Fleischer fahren und etwas frisches Fleisch für die Hunde besorgen. Bisher war es immer hellichter Tag, als ich den Tunnel betrat, um den Fleischer in Bronco zu erreichen. Doch der Tag, an dem die Schule etwas länger ging, sollte alles ändern. Auch an dem kalten Winterabend hatte mir meine Mutter aufgetragen, einen kurzen Abstecher zum Fleischer zu machen. Die Dämmerung hatte eingesetzt und ich war voller Vorfreude, endlich meinen neuen Fahrradstrahler austesten zu können. Mit dem Schwung auf das Fahrrad schaltete ich die Beleuchtung ein und wurde sofort von einem taghellen Lichtkegel geführt. Schon damals packte mich die Faszination Licht und immer wollte ich alles möglich hell. Die Fahrt begann und es dauerte nur einen kurzen Moment, bis ich den Tunnel erreichte. In Gedanken malte ich mir aus, dass meine Lichtkonstruktion den Tunnel hell erstrahlen lassen soll. Leider wurde mein Wunschdenken schnell getrübt. Die Dunkelheit des Tunnels verschluckte regelrecht meinen kompletten Lichtkegel. Ich hatte keine Wahl. Man verließ sich auf mich. Somit schob ich mein Rad trotz kleiner Ängste in die Schwärze des Tunnels. Schon nach einigen Metern wurde mir etwas mulmig, da ich der Meinung war, kurz zwei reflektierende Punkte an der Decke gesehen zu haben. Dennoch schätzte ich die Entfernung so ein, weil ich noch sicher war. Also direkt einen Grenzstein finde ich ja keinen. Ja, direkt einen Grenzstein finde ich ja nicht. Ich habe ja auch schon mal geguckt, und wenn man irgendwie, ob ich den Hinweis gelesen habe, damals. Gestern war doch irgendwie hier, nachdem ich das nicht eingefahren. In den Logs schreibt jemand, die haben auch gesucht wie verrückt, würden nie im Dunkeln durch den Tunnel laufen. Irgendwann war etwas Farbiges unter einer Laubschicht zu sehen, schreiben die hier. Grenzpunkt gefunden. So ein Teil hatten wir bisher noch nicht gesehen. Meine Hände zitterten ein wenig, als ich mein Fahrradlicht ein kleines Stück nach oben drückte, um die Decke besser im Blick haben zu können. Trotz meiner Bedenken blieb ich nicht stehen. Erst als ich an meinem Fuß etwas spürte, glitt es mir wie ein Stromschlag durch den ganzen Körper. Mein Tempo beschleunigte sich um ein Vielfaches. Während ich die Fahrradlampe abnahm
und mich darauf vorbereitete, kurz nach hinten zu gehen. Ich war fest entschlossen, drehte mich und erkannte ein kleines Bäumchen, welches mitten in der Dunkelheit stand. Die Erleichterung hätte man mir ansehen können. Mit einem Lächeln atmete ich tief durch und machte mir klar, dass es lediglich mein Kopf sei, der mir wieder und wieder Angst machen sollte. Also wahrscheinlich Grenzpunkt, ist kein Grenzstein. Das wird vielleicht der Vermessungspunkt sein, wie es der Roman immer sagt. Während ich die Lampe wieder befestigte, musste ich erneut schmunzeln. Monster und Geister gab es doch gar nicht. Mein Blick wanderte wieder in die Laufrichtung, als ich alle Haare am Körper aufstellte und ich starr vor Schreck die beiden Punkte direkt vor mir an der Decke sah. Wie zwei Augen wurden sie sich in meinem Körper, der plötzlich nicht mehr reagieren wollte. Die schrecklichsten Szenen malten sich mir aus. Mein Kopf spielte den Maler des Todes und mein Körper wurde Opfer. Hatte ich mein Leben schon ausreichend genossen? Mein erster klarer Gedanke: Die Punkte bewegen sich gar nicht. Auf den zweiten Blick erkannte ich einen weißen Straßenpfeiler, der an der Decke befestigt war. Was für ein mieser Scherz. Den Rest des Tunnels legte ich gedrungen und spannend, aber dennoch zügig zurück. Mein Rückweg ließ mich den Tunnel umfahren. Seit dem Tag habe ich diesen Tunnel nie wieder betreten, denn trotz des Wissens, dass es nichts Schlimmeres war, spürt man eine düstere Energie vor Ort, als wäre es ein dunkles Portal in eine dunkle Welt. Der Cache nennt sich Dunkles Portal Geschichte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, der wäre hier unter Mauer versteckt. Aber wenn man nie weiß wo, dann ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Also wäre angebracht, den Vermessungspunkt zu finden. Ja, vor ein paar Jahren, wo ich hier war, war der vielleicht auch gerade neu weg, oder erst weg. Aber, ja, keine Ahnung, du willst fliegen sollst. Ich denke, das wird hier ein Vermessungspunkt sein. Und dort in der Nähe in der Mauer. Hat auch schon Vlogs, seit 22. März gibt es den wohl erst. Jetzt die neue Variante, nachdem der wahrscheinlich mal weg war und der andere den übernommen hat.